Ich habe das eigentlich nur mal irgendwann gemacht, um eben halt da auch die Videos zu zeigen. Ja. Weil, ja, ich meine, es gibt ja viele Gamer, die gucken einfach dann kein YouTube, aber die gucken dann mal bei Steam oder so vorbei. Ja, stimmt schon, damit man halt alle Kanäle irgendwie abgreift, aber. Genau. Aber ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich das bei Steam was dabei rumkommt. Mühselig finde. Du musst wirklich aus deinem. Wenn du dich da einloggst mit, möchten sie ein Video in ihre Bibliothek hinzufügen? Ja. Möchten sie das über einen YouTube-Account machen? Ja. Und dann kriegst du in der Reihenfolge der Veröffentlichung alle Videos deines gesamten Kanals, was bei mir schon über 2500 sind, von oben bis unten aufgelistet und du suchst dir da einen Wolf, wenn du das halbwegs in Reihenfolge machen willst. Ohne Suchfunktion oder so? Ohne Suchfunktion. Nur ein einzelner links Balken, wo ein Video untereinander aufgelistet ist, in Veröffentlichungsreihenfolge. Überprüfst du dann auch, ob die Folgen, die du teilst, eine höhere Aufrufrate haben oder nein, irgendwie, nein, ob das dann Analytics-mäßig getrackt wird, von wo dann dieser Aufruf kommt? Von welchem Kanal quasi? Also ob das jetzt über die Suche ist oder ob das über solche Links ist? Nicht, oder? Weißt du was, das machen wir jetzt mal eben live. Ich muss sagen, du machst es eigentlich ohne zu wissen, was... Ich mach's eigentlich aus Spaß. Ich mach das Ganze hier aus Spaß. Also so analytisch wie du auch bei Star Trek Timelines, ich gehe auch so analytisch, gehe auch bei YouTube nicht ran. Was? Ich gucke so selten bei den Analytics. Wo finde ich denn jetzt hier die Zugriffsquellen? Wo ist das hier? Ja, das war jetzt eher ein Witz. Ich mache das auch nicht mit dem. Also, Zugriffsquellen. Ich verdiene kein Geld damit. Was sollte mir das jetzt bringen, zu schauen, wie gut ein Video geht? So. Aufrufe. Also die meisten Aufrufe bekomme ich über meine Playlists. Dann über die YouTube-Suche, dann über Funktion zur Auswahl von Inhalten. Zugriffe über die Startseite, den Abo-Feed oder andere Browser-Funktionen. Okay. Dann über Videovorschläge. Das sind Aufrufe durch Empfehlungen, die in Verbindung mit anderen Videos in ähnlichen Titeln, aber bla bla bla, okay. Die, was immer rechts zu sehen sind, die Videos. Genau, dann die Kanalseite, direkt oder unbekannt. Da könnte das natürlich bei sein. Extern, was kommt denn bei extern? Google Search, unbekannt. Bing? Bing? Bing nutzt noch jemand? Bing.com. Samsung Internet for Android. Escosia.org, Gmail, Discord.com. Ja, guck mal hier, einige. Ich habe tatsächlich. Wow. Wie viel Prozent? 8,1% der Aufrufe kommen über den Discord. Ui. Halleluja. Dann DuckDuckGo.com, was auch immer das ist. Wer kennt's nicht? Facebook 0,1%. Ja, läuft. Google 0,0, Yahoo Search 0,1. Hey, guck mal, Yahoo liegt vor Google. Ihr habt es zuerst gehört. Nimm das. Oh, jetzt kommt's. MSN. Twitter ist ein bisschen dabei, Safari-App ist ein bisschen dabei, legendsworld.net, was ist denn das? Twitter ist auch dabei? Ja, Twitter ist dabei, aber auch nur mit 0,2, also ganz unten irgendwo. Na klar. Ich weiß ja nicht, ob er es auch zählt, weil du kannst ja auch die Videos zum Beispiel in Twitter in den Tweet direkt abspielen. Ob das Video das dann, also ob YouTube das dann hier als ein Aufruf über Twitter zählt, weiß ich nicht. Weil es ja nur ein eingebundenes Video auf einer anderen Homepage ist und nicht ein Aufruf von der Seite auf die YouTube-Seite. Keine Ahnung. Let'sPlayIndex.com, na jetzt geht's aber los hier. Play MSN Search My Way. Ja, immer schon gehört. Seiten, die man besuchen sollte. Und search.zum.com. Ja, da kommen meine Aufrufe also her. Gut zu wissen. Und das waren jetzt die Aufrufzahlen für. Achso, warte mal. 22.06. bis 19.07. Warte mal, das machen wir jetzt mal auf Zeitraum seit Erstellung des Kanals. Und da kommen die meisten Aufrufe dann doch tatsächlich von Google. 12%. Aber Steam steht nicht dabei, weil das wahrscheinlich sowas eingebunden ist. Steam wird dann wahrscheinlich bei Unbekannt mit drin sein, aber es wird nicht manuell hier aufgelistet. Fleetops.net? Die Mod von Armada? Hat
545 Links zu mir? What the fuck? Live-Reaction-Video. Anno reagiert auf das, was er hochgeladen hat und was in verlinkt 257 wird. Aufrufe von sci-fi-news.de? Was geht denn jetzt? Jetzt bin ich neugierig. Was ist denn sci-fi-news.de? Irgendwas muss ich mal gebracht haben, was die dann da verwendet. Ja, da Anno das macht, zeige ich euch mal so nebenbei, wie ich immer so an Events reingehe, dass man noch ein bisschen was Timelines-mäßiges. Dein Magazin für Science Fiction. Was ist das? Standard Sci-Fi News-Seite einfach nur. Ja, keine Ahnung. Oha. Darf ich mir jetzt was einbilden, wenn ich 403 Aufrufe habe, gelinkt von der Seite GameStar.de? Zu welchem Video? Kann ich das Video einsehen dazu? Zack. Müsste, oder? Deutschland 399, Österreich 3, Schweiz 1. Aber da steht nicht das Video, oder? Echt? Da steht nicht das Video dabei? Ich kenne mich ehrlich gesagt mit diesen Analytics nicht aus. Kann ich hier irgendwo das Video einsehen? Aber wenn ich jetzt auf Deutschland klicke, vielleicht kommt es dann. Dann kann ich nur sehen, in welchem Zeitraum. Aber nicht die Videos. Nee. Okay. Also hier kommt dann nur der Juli 2014, März 2013 und Februar 2013, waren die Aufrufe okay, das von grenzt GameStar. Sie ein. Was habe ich da hochgeladen? Wenn ich den Tag anklicke, dann kriege ich nur die Aufrufzahlen des Tages. Ne, keine Ahnung. Okay. Also wer sich mit YouTube Analytics auseinandersetzt, hat auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Er braucht ein Bachelorstudium, glaube ich. Ja, also allein die Unterkategorien. Also nur mal für euch zur Information. Also wir ziehen das Video ein bisschen künstlich jetzt in die Länge damit, aber... Ach was? Die Analytics bestehen nur aus den Oberkategorie-Reitern und da kann man tausende von Einstellungen pro Reiter machen aus Echtzeitanalyse, Umsatzberichte, Umsatz, Transaktionsumsatz, Werbedaten, Bericht zur Wiedergabezeit, Wiedergabezeit allgemein, Impressions und CTR in YouTube Studio Beta erst verfügbar, YouTube Premium, Zuschauerbindung, Demografie, Wiedergabeorte, Zugriffsquellen, Geräte, Livestreaming, Übersetzungen, Interaktionsberichte, Abonnenten, mag ich und mag ich nicht Bewertungen, Videos und Playlists, Kommentare, Teilen, Anmerkungen, Infokarten, Abspannfunktion. Und wie gesagt, jeder dieser Reiter hat noch tausende von Unterkategorien. Hier hören Sie es zuerst. So. Das war mein Aufruf von Google Analytics für 2018. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ansage an Google. Ich werde jetzt richtig famous. Reaktionsvideos, Ansagenvideos. Yeah, jetzt geht's los. GameStar-Verlinkungen. Ja gut, aus 2013. Ich habe keine Ahnung, wo fast das für Dinger waren. Wenn mich gerade Zura fertig gemacht hat, der Sack im PvP. Nee. Guti. Ja, aber mit ansonsten. Den Zeitportal-Paketen waren wir sonst durch. Also für das, dass du müde bist, ging es jetzt eigentlich eh nochmal ganz gut. Ja, von hat mich auch gerade nochmal losgelegt. Alter, das sind jetzt. Weil wir sind bei 7 Videos, wir könnten eine ganze Woche damit vollstopfen. Oh Gott, nee. Ich glaube, die Videos werden dann einfach länger. Statt den Leuten echt nicht so viel zumuten, so viel Star Trek. Ach, Jolo, bei mir kommt das 3-500 Mal aus die Woche. Ist dir nicht schon auch manchmal zu viel von Star Trek? Ich muss sagen, ich habe gerade so meine Downphase, ehrlich gesagt, tatsächlich bei Star Trek Online. Allerdings jetzt nicht generell auf das Spiel. Also zum Beispiel Spaß macht mir der Livestream am Freitag. Da machen wir viel Quatsch, wir machen viel durcheinander. Aber das Let's Play ist anstrengend, weil ich jetzt zum dritten Mal die komplette Story durchspiele als Let's Play. Ja. So. Und wenn du dann in den Kommentaren dann liest, so,
den Witz hast du aber schon vor anderthalb Jahren beim Romulaner Let's Play schon mal gebracht, auf die und die Szene. Dann denke ich mir auch nur so, ja, kannst du mir vorstellen, mir ist ja dem auch nichts Besseres eingefallen. Müsstest du schreiben, und du schaust dir gerade das zum dritten Mal an? Dasselbe? Genau dieselbe Story? Das, anstatt in der Mitte des Bildschirms nicht, kein Mensch mehr durch die Gegend, nee, kein Trill mehr durch die Gegend läuft, sondern jetzt ein Klingone? Was geht denn mit dir schief? Ja, das ist das. Grüße an denjenigen. Hallo. Das war. Ich glaube, Willi sogar ironischerweise. Diesen richtigen Eindruck hat er das letztens irgendwo geschrieben. Falls nicht, sorry, aber ich weiß, dass das drin stand irgendwo. Ja. Deswegen persönlich habe ich mich sehr auf diese Erweiterung, die jetzt im Juni kam, gefreut. Die Deep Space Nine Erweiterung Victory is Life. Mhm. Mit den ganzen Originalsprechern und den Stories. Das war richtig gut. So gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Da meintest du, die haben das ganz gut übernommen, ne? Also die Deep Space Nine echt schön detailliert dargestellt. Also top, also auf die letzten Nuancen richtig umgesetzt von der Grafik. Sie haben auch die Charaktere richtig in Szene gesetzt. Das ist, als sich anfühlt, also so eine Folge, die du spielst, fühlt sich an, als ob du eine TV-Episode wieder durchlebst. Bei den meisten anderen Erweiterungen war es halt einfach so, triffst A, erzählt dir eine Story, dann fliegst du woanders hin, musst da schießen, fliegst zurück und klärst auf, was tatsächlich der Fall war. Aber waren da nur Kira und Quark dabei oder auch andere? Ich glaube, bis auf Sisko und O'Brien alle anderen. Ah, okay, weil das irgendwie waren die immer in diesen Trailern, was du da mal gepostet hattest, es war immer Kira und Quark. Also vielleicht Kira sind das auch ist drinne, Quark ist drinne, Rom ist drinne, Nock ist drinne, Begier ist drinne, Odo oder sind das noch die aktivsten Darsteller, die so die sowas noch in der Öffentlichkeit sind quasi. Ich will gerade überlegen, also es ist, ich glaube außer Captain, die Captains haben sie immer nie, weil die zu teuer sind. zum Casten. Aber ich glaube bis auf Captain Sisko und O'Brien ist der komplette Deep Space Nine Cast drin. Ich gehe gerade mal durch. Dex fehlt. Okay. Auch noch. Aber es wäre ja Kanon technisch dann auch nur die Esri Dex. Anführungszeichen nur. Mhm. Okay, also die andere wäre dabei. Jetzt hier. Ich nehme an, sie würde gerne, aber sie kann ja nicht mehr rein kanonisch. Okay. Ja gut, die Tasche ist ja auch dabei, oder? Oder Selar? Ich glaube, Selar ist dabei bei den Romulanern. Beides. Die ist ja dabei, weil du machst mal eine Zeitreisenfolge, wo du, es gibt ja diese Folge bei TNG, wo sie diese eine Enterprise C zurück in die Vergangenheit schicken müssen. Mhm. Und bei Star Trek Online ist diese Geschichte noch ein bisschen weiter gesponnen worden. Nämlich das Tasha-Ja wurde zwar von den einen Romulaner entführt, damit hat er ein Kind gezeugt mit Tasha-Ja und daraus ist der Sela entstanden. Und Sela hat Tasha aber nicht umgebracht. Genau, das hat SGO so weiter gesponnen, dass die Tasha-Ja von den Romulanern abgehauen ist mit einem Schiff und ein paar anderen und dann sind sie auf dem Planeten runtergekracht und du bist dann auf der Suche nach ihr. Okay. Und findest dann aber am Ende, dass sie auf dem Planeten immer weiter sind, immer alle, also auch der Castillo, oder Castillo, der wieder heißt, mit dem ist sie zusammen irgendwie geflohen. Und die zwei sind aber dann leider auf dem Planeten verstorben. Aber du bist mit Sela, also. Ich hatte auch kein Glück, ey. Nee, du bist dann, wenn ich das richtig erinnere, mit Sela, also mit ihrer Tochter dabei. Und das ist dann sehr emotional aufregend, weil die Schauspielerin der Tasha-Ja muss ihr eigenes Kind und sich selbst in dieser Episode sprechen und eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Nochmal diese Fortsetzung der Geschichte um sie herum. Okay. Also so gesehen wäre es kanontechnisch ja auch irgendwie leicht wuppbar, oder? Ja, Zeitreisen bei Star Trek Online sind immer einfach eingebaut, mal eben die Decks zurückzuholen. Mhm. Also von daher. Ist Pulaski dabei? Das ist aber TNG. Ja, trotzdem.
Nee, von TNG sind bisher nur Geordi Worf. Und das war's. Okay. Barclay, warte mal, Barclay, nee, Barclay ist auch nicht. Picard ist nicht, Riker ist nicht, Crusher ist nicht, Wheaton ist nicht. Nee, ist nicht. Data? Nee. Data nur Okay. mal ansatzweise. Und halt Tascha, aber Tascha war ja dann sowieso sehr auch bei den Trekkie-Filmen und so weiter dabei. Genau, ja. Sie hat ja im Prinzip, sie mochte ihren Charakter oder was es da war, sie wollte ja irgendwie aussteigen aus TNG, hat es aber im Ja, Nachhinein bereut, auch was dann da halt draus wurde oder was. da hat sie sich halt unterfordert gefühlt von der Rolle. Ja. Verstehe ich auch, die erste Staffel war halt echt, ja, Ja. viel ist sie da nicht zum Einsatz gekommen. Aber die anderen Cheesy. auch nicht, also. Ja, alle. Muss man auch sagen, so richtig eine Einzelepisode oder Charakterentwicklung hatten sie halt in der ersten Staffel alle nicht. Alle nicht. Und man muss auch sagen, die erste Staffel war sehr darauf orientiert, den Hauptplot auf Picard, Riker und Data zu setzen, irgendwie, finde ich. Ja, und einfach Also. mal so zu erklären, okay, wir sind da jetzt im Weltall und wir machen halt einfach, Wir sind die was neue wir halt so Gruppe hier. machen. Ja. Genau. Weil ich finde, in der ersten Staffel hat Worf eigentlich außer und mal irgendwie einen aufs Maul kriegen oder jemanden zusammenschlagen, hat eigentlich nichts zu tun, dieser Charakter. Ja, Worf hatte ultra wenig zu tun. War echt so Taschas Handlanger. No. Und So ja. im Nachhinein betrachtet ist es irgendwie dafür, dass Worf schon existierte, als Tascha ja drauf war. Also ich meine, er übernimmt ihren Posten. Als Tascha drauf war, ja. Ja, auf dem Schiff. Ja. Wirkt es im Nachhinein irgendwie so, als ob das alles plottechnisch vorbereitet wäre, ihr Ausstieg der ersten Staffel, ne? Naja, War hast schon. ja gar nicht so. Ich frage mich nur ganz ehrlich, was wäre, wenn sie nicht ausgestiegen wäre? Wäre das ein Schiff gewesen mit zwei taktischen Sicherheitsoffizieren, von der eine die ganze Zeit immer sofort roter Alarm, Phaser, Feuer und der andere im Hintergrund steht? Und immer voll kassiert. Ja. Obwohl später auch eigentlich. Also Worf hat echt sehr oft kassiert. Ja, dieser Honest Trailer hat man in der Montage zusammengefügt, wie oft der zusammengeprügelt, erschlagen, durch die Gegend geschleudert. Ich glaube, kein anderer bei TNG wurde so Ich glaube, wenn sehr. man das jetzt vergleicht mit wie oft er jemanden quasi getötet hat oder jemanden daran gehindert hat, was Schlimmes zu machen, das ist, kann man eh auf der Hand abzählen. Ja. Hat sogar Data, würde ich sagen, häufiger geschafft, das Wurf. Ja. Allein durch die Tatsache mit Law und Co. Ja, und dass er halt einfach, wenn er zuhaut, dann passiert wirklich was. Mit seinem Metallarm. Also ich glaube, ich hätte Data sogar eine höhere Rate. Ja. Also Worf war echt teilweise da, um vermöbelt zu werden. Die brauchen genau einen Stuntman für die gesamte Neymar Serie. Klingone, der hat den miesesten Vertrag von allen unterschrieben. Er ist echt so, also Picard wurde nie verprügelt irgendwie, also, oder? Ich sehe drei Lichter. Ja, Ja, okay, gut, das, ja, okay. Aber nicht so in der Häufigkeit oder Stärke wie bei Worf, finde ich. nee. Nee, also ich glaube wirklich, dass Worf am häufigsten auf die Fresse bekommen hat. Die Frauen sowieso nicht. Nö. Riker vielleicht noch. Ja. Ab und zu den Außenmissionen auf dem Boden oder so, aber. Ansonsten Ich glaube, Data, Riker konnten sie das Ganze auch nicht Forge, antun, Forge. diese ganze Zeit durch die Gegend gewählt, weil bei Worf ist es ja teilweise so, er muss sich ja ständig auf den Boden werfen und rumrollen. Und wenn das bei Riker echt so ist, dass er da mit Rückenschaden irgendwie hatte oder was immer. zusätzlich dient war, ja. Ich sage halt echt nichts so, ich habe auch Tony mal gefragt, der ist ja nun echt nerdiger drinnen noch im Thema als ich und auch er weiß es nicht. Aber es ist halt sehr auffällig irgendwie, ne? Ja, wie er sich da hinsetzt, das. Warum macht er das Ich so? habe keine Ahnung. Aber es gibt ja auch viele Szenen, in denen er sich einfach so locker leicht bewegt. Keine Ahnung, es gibt nicht alles nicht viel Sinn. Ob das einfach nur cool war von ihm quasi, wie er sich da hinsetzt auf den Stuhl, dieser hippe erste Offizier, oder ob es wirklich irgendwie einen gesundheitlichen Hintergrund hatte. Das Riker-Manöver. Aber ich glaube echt, dass Worf am häufigsten kassiert hat. Ja.
Ich glaube sowieso grundsätzlich von allen Star Trek Serien. Ja. Also mir fällt jetzt bei Voyager und bei Deep Space Nine und bei Enterprise keiner ein, der irgendwie Kim so hat oft auf die Fresse bekommen. Bestimmt. Ja, weil es immer der unerfahrene Fähnrich, der auch in 7 Jahren irgendwie nicht dazugelernt hat, so als er nie befördert wurde. Wobei bei Voyager mehr auf die Fresse bekommen. Also Chakotay, kann ich mich erinnern. Chakotay? Hat der oft. Ja gut, bei den Kazon am Anfang, ne? Bei den Kazon und dann beim Abstürzen und bei Kämpfen war er auch oft dabei. Diese Boxfolge und. Ach stimmt, ja. Paris, weiß ich jetzt gar nicht, könnte ich mir auch vorstellen. Doch, der hat auch ein paar Mal kassiert. Paris, ja. Bei Deep Space, also da waren eher mehr dabei. Ich glaube, bei Deep Space Nine war es O'Brien, oder? Ja, O'Brien ist ja bekannt dafür, dass er irgendwie immer die Höllenqualen durchleiten musste. Aber so oft wie Worf, denke ich nicht. Es ist bei O'Brien ist es auch weniger der physische als mehr der psychische Höllenschaden. Den man ihn durchleiden lässt. Wer kriegt denn bei Deep Space Nine oft einen ins Gesicht? Eher gleichmäßig verteilt, würde ich fast sagen. Oder Bashir? Auch, ja. Auch Sisko mal. Also, es ist, wie gesagt, ich finde es gleichmäßig verteilt. Und Quark am häufigsten, glaube ich. Von irgendwelchen Gästen. Letztens wieder diese eine Folge gesehen mit seiner Ex-Freundin oder so in der zweiten Staffel da, die da auf das Schiff kommt. Und die er sich dann wieder verliebt und dann aber wieder sehr schnell vergisst. Die hat ihm zum Beispiel auch eine gegeben. Ich glaube, das passiert öfter, dass irgendein Gast einfach mal sich bedankt dafür, wie Quark alle wird so öfter also Quark kriegt öfter mal was ab, ja. Aber oft ist es einfach nur so ein Schlag ins Gesicht, oder? So ein ja. Aber jetzt nicht so schlimm wie bei Worf. Nee, definitiv nicht so schlimm wie bei Worf. Also zum Beispiel, glaube ich, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Quark jemals in irgendeiner Szene durch die Gegend geworfen wird oder sich auf dem Boden herumrollt, weil er von irgendwas getroffen, geschlagen, getreten oder sonst was wird.